Willkommen zurück. Jetzt geht es auf in die Höhle. Dazu müssen wir ganz nach unten. War das jetzt richtig? Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich den Eingang zur Höhle markiert. Nein, das war nicht ganz unten, sondern eine Ebene höher. Den mit zwei Fackeln markiert. Ja, der Gang hier ist ganz schön lang geworden. Ha! Da hörte man schon ein Skelett. Das ist ziemlich nah. Steckt er sich? Okay. Mein erstes Feuergefecht mit einem Skelett. Wunderbar. Das sieht doch mehr nach Höhle aus. Markiere ich immer wieder unseren Ausgang. Fürs Erste würde ich den gerne mit Erde zumachen, dass uns da nichts reinläuft. Ach nee. Das ist ja auch eine riesige Höhle. Ach Mensch. Das habe ich mir ebenfalls spektakulärer vorgestellt. Bis auf das eine Monster. Naja. Na gut. Mache ich mir erstmal jetzt hier einen schönen Raum draus. Das können wir ja quasi als unterirdische Basis benutzen. Vielleicht finden wir ja doch was. Erstmal gleichmäßig aus, dass ich hier bewegen kann. Irgendwie habe ich nicht sehr viel Glück mit Höhlen. Ich esse auch mal schnell das Kotelett hier. Ich habe mal genug davon. Und dann habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, wie mache ich denn jetzt den Raum? Ich glaube, ich mache hier die Reihe auch noch. So, wunderbar. Dann hänge ich hier auch noch eine Fackel auf. Tja, soll ich hier bisschen was graben. Das wird dann ganz schön aufwendig. Naja, also vielleicht finde ich hier noch was dabei. Aber so wie es aussieht, finde ich noch nicht mal Bodenschätze. Gar nichts. Oh. Das war eher ungeschickt.
dir die Steine, die stammen vermutlich von mir selber. Zuschütten der Gänge. Eine neue Lichtquelle. Noch die Fackel mit. Tja. Wie gesagt, einen Höhleneingang kenne ich noch, der ist ein bisschen weiter weg, da muss ich ein bisschen schwimmen, bis ich da bin. Wie viel Platz habe ich denn hier noch? Oh, es wird schon relativ voll im Inventar. Das Kies eignet sich natürlich nicht so gut, um die Höhle auszubauen. Das ist die erste Spitzhacke. Na gut, wenn ich die Reihe hier abgebaut habe quasi, geht's zurück. Lichter könnten wir hier noch aufhängen, dass nicht irgendwelche Monster erscheinen. Die Erde wieder mitnehmen. Nochmal zu. So. Gut. Dann geht's schon wieder zurück. Unverrichteter Dinge sozusagen. Eine Chance gibt es quasi noch. Dann müsste ich auch erstmal wieder schauen, ob es denn hier gescheit Höhlen gibt. Ich werde jetzt auf alle Fälle ein bisschen Sachen aus meinem Pack ablegen, weil es doch schon relativ voll wird. Und zwar hier die ganzen Steine werde ich hier ablegen. Mal neu sortieren. Eine Erde auch. Den Kies auch. Lege ich auch den Feuerstein mit dazu. Dann haben wir hier noch ein bisschen Federn und Knochen. Zack, zack. Und noch die eine oder andere Bienenkönigin. Auch mal neu sortieren lassen. Gut. So viel dazu. Mal schauen, ob es Tag oder Nacht ist. Aha, es ist Nacht. Dann werde ich mich nochmal kurz ausruhen. Okay. Na, dank meiner Inventarmodifikation müsste ich die eigentlich nicht hier nebeneinander legen, weil er verbrauchte Objekte sofort austauscht, aber das ist irgendwie Macht der Gewohnheit. Ja. Ups. Na, jetzt ist es ein bisschen ruckelig. Ein kurzer Blick nach draußen, ihr kennt das ja. Sieht aber soweit okay aus. Brannte da hinter dem Haus was? Ach, hier habe ich übrigens einen kleinen Wasserfall angelegt. Da hinten brannte definitiv was, nämlich ein Zombie. Der eine Feder hat. Na toll. Und die freche Kuh schnappe ich mir auch. Wegen ihres Leders. Die Schere habe ich nicht dabei, dass ich die Wolle erstmal nicht mitnehmen kann. Dahin läuft eine Spinne. Wäre natürlich für Seide ganz interessant. Hier ist auch ein Zombie gestorben.
Na, wo ist die Spinne? Wo ist sie? Da ist sie. Sehr praktisch. Die Armbrust, beziehungsweise der Bogen. Gut, hoffentlich finde ich jetzt diese Höhle hier noch. Die war irgendwo da hinten. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr, sie zu erreichen, denn auch diese Folge ist in ein paar Minütchen zu Ende. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch sozusagen vor die Tür und den ersten Schritt hinein, um festzustellen, ob es wirklich eine Höhle ist. Was haben wir hier? Aha. Okay. Das ist auch nur eher ein Erdloch. Da hinten, bei den Rosen. So. Schnappe ich mir nochmal. Lässt sogar auch Leder fallen. Wunderbar. Ah, jetzt muss ich doch mal einen kurzen Abstecher hier hin machen. Weil hier sehe ich Eis an der Oberfläche direkt. Das tut mir leid. Da kann ich nicht widerstehen. Denn meine Eisenvorräte sind ziemlich knapp. Das heißt, das sammle ich jetzt auf jeden Fall mal schnell ein. Auch das war's schon. Hier ist noch ein größeres Kohleflöz. Okay, dann mal schnell hier rüber. Ob das wirklich eine Höhle ist. Ist ein bisschen... Es ruckelt ein bisschen. Ich weiß nicht, warum es das macht. Macht es sonst nicht. Liegt hoffentlich nicht an der neuen Full-HD-Auflösung. Aha. Gruselige Sound. Ui. Ui. Weiß ich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Neben dem ganzen Kies geht es tatsächlich noch weiter. Hier oben scheint es auch weiter zu gehen. Hier geht es offensichtlich nicht weiter. Auch nicht wirklich weiter. Ach, geht es tatsächlich raus? So weit, so gut. War denn diese Stelle hier genau? Also von oben kann man sich relativ fahrlos durch Kies buddeln. Wenn man das von unten macht, muss man ein bisschen aufpassen. Und die Folge ist schon zu Ende. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.